Hi und willkommen zu einer weiteren Folge Fall Guys mit den üblichen drei Verdächtigen. Bereit machen! Natürlich, lass mich da erstmal reden. Ich muss erstmal die Leute vorstellen. Nein, du möchtest bereit machen. Ja, das kann nicht sein, dass du nicht bereit bist, hallo. Je länger du hier rumwärst, desto länger dauert es halt noch. Da musst du jetzt klarkommen. Okay. Ja, das ist der Nachteil, wenn ihr mich aufnehmen lasst. Ne? Ich habe die Macht und ich nutze sie aus. Also, okay, willkommen Robo-Häschen und Disco-Kugel-Zellos und der Veggie-Dog natürlich. Let's go. Ich will nur mal kurz aufklären, weil der Rikus das offscreen gefragt hat an der Stelle. Also die beiden Währungen, ne? Genau. Das eine, das ist eine Medaille, die kriegst du für einen Cash-Shop. So, das ist Cash-Shop. Diese bunten oder die ja, Kudos? Dieses bunte Emblem-Gedöns. Ja, okay. Und die lila Münzen, ja, die kriegst du über Cash-Shop. Da musst du Geld investieren. Echtes Geld für falsche Währung. Für beide? Nee, nur für die Regenbogen-Medaillons. Ah ja, okay. Wie witzig, ne? Ja. Ich frag was, du erzählst mir und ich höre nicht richtig zu. Ich bin so ein Idiot so manchmal. Gut. Die lila Münzen, die kriegst du durch Spielen, aber ich habe auch noch keine sinnvolle Verwendung gefunden, außer ein paar Skins, sehen. Was ist mit den grünen? Ja. Gibt's die auch noch? Die gibt's auch noch, aber ich wüsste gibt's gerade noch, aber ich glaube, die geben dir irgendwie dann einfach diese Währung, diese Kudos oder wie das heißt. Okay, weil früher waren die ja der krasse Shit, ne? Die grünchen. Ja, die sind jetzt Low-Bob-mäßig. Low-Bob-mäßig, ja, ist ja traurig. Jetzt musst du mittlerweile Medaillen. Statt Krönchen, das Krönchen verdienen, musst du jetzt Krönchen im echten Leben verdienen und investieren in Fortnite. Tschechische Krönchen? Oder? Ja, das sind die die Kronen von Tränen. Genau. Okay, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das funktioniert. Wie läuft man? Ich auch nicht. Mit Steuerung. Mit Bewegungssteuerung. Du musst in echt auch laufen. Du musst auch in echt laufen. Wie, du hast dein Tripod, dein Laufpod nicht angeschlossen. Sind das hier Trampoline? Okay, und die Maps sind neu. Es ist eine neue Season, wie es aussieht. Ja, genau, deswegen bin irgendwie spielen wir das heute. Oh, was ist das denn? Ach, die. Okay, die verschwinden. Oh, das ist ja übelst. Ach, man ist nicht tot, okay, ich dachte schon. Man kann sagen, es ist ja übelst mies. Man ist nur in diesem komischen anderen Weg, dann ist man langsamer. Ja, kaum hat Epic das, dann gibt's einen Battle Pass. Aber Epic ist ja meistens eigentlich relativ fair, was Items und so angeht, von daher ist das okay. Mein Gott, warum springe ich da runter? Muss man jetzt hier einen bestimmten Platz erreichen? Wir warten das gleich. Hä? Platz, nee, wir sind in der Gruppe. Ah ja, das wollte ich wissen, danke. Wir müssen es einfach mal ins Ziel schaffen. Nein! Oh, okay, Gott, das ist schwer. Ich bin so raus, ich kann das gar nicht mehr. Ich auch nicht. Ich finde die Map auch echt schwer. Also unten Witz. Die ist gar nicht so leicht, ja. Ich muss aber auch erstmal checken, wie ich wohin komme am besten. Haha, vor mir ist einer runtergefallen. Hallo, Veggie Dog, Rikus. Hi. Ja, auch. Ah! Gut. Ich hab's gerade noch geschafft. Nein! Also mit dem Plattformen. Ich gebe auf jeden Fall Mühe, diese Level hier wirklich immer noch sehr abwechslungsreich zu machen. Ja, also schon. Übrigens das erste Mal, dass wir diese Season hier spielen, falls ihr euch wundert. Wir sind absolute Noobs in der neuen Season. Keine Ahnung. Boah. Alter, was ist das denn für eine Map? Muss ich denn noch nach Panama oder so? Natürlich, du musst nach Pandora. Och, das ist zu dem Blaumännchen! Zedlers verwechselt Pandora mit Panama. Das finde ich gut und rassistisch zugleich. Ich bin im Ziel. Ich habe nur was gegen Nari, okay? Was ist denn das schon Pandora wieder? Pandora war doch aus diesem Film mit diesem blauen Menschen. Da, wie hieß denn der Avatar? Ja, das ist aus Avatar, genau. Aus dem Nicht-Avatar. Fuck, ich bin zu inkompetent. Die Map ist gleich schon vorbei und sie erinnern sich, Alter. Ich bin nicht ins Ziel gekommen. Sag mir, seid ihr weiter, huldigt mir. Wir sind gerade so durch. Wir huldigen dir, Barry. Mensch, ist das los, schwer. Mehr huldigen. Barry, du bist der Schönste, der Klügste von uns. Danke. Nur heute. Okay. Sonst der Rikus, weil er ja auch gut parken kann. Ja. Das stimmt. Mein Ton, mein Ton war gerade ganz kurz weg, aber. Meine auch. Die wichtigsten Sachen habe ich gehört. Ja. Ach, draußen regnet es. Pixelmaler, so, oh Gott, wir werden sterben. Oh mein Gott, wir müssen. Wobei, wir können uns absprechen. Eigentlich haben wir voll den riesigen Vorteil, wenn der vierte nicht ein Idiot ist. Eigentlich gefällt mir sowas ganz gut, tatsächlich. Sind die bei jedem drauftreten, gehen die an oder aus dann jeder, ne? Jeweils, ne? Okay. Genau. Wir können aber machen, dass zwei Leute das machen. Das geht vielleicht sogar schneller und besser. Ich glaube, wir sind aber immer zu viert unterwegs, glaube ich. Ja, dann gehen zwei an dem Rand. Ach, Vollgas. Das macht ja gar keinen Sinn. Vollgas. Vollgas. Vollgas in Vollgas. Oh Gott, wo bin ich? Hilfe, ich habe Angst. Ja, das sind so drei Figürchen, das sind, glaube ich, wir. Mein Gott, da ist unsere Tafel. Darf ich Super Mario machen? Nee, dürfen wir nicht. Okay.
Ich mache in der Mitte das hinten, oder wo, ne, seid ihr schon dabei? Ach, ich darf da nicht wieder drauf. Darfst du nicht nochmal drauf, nein. Die vorderen drei. Ah, okay. Mach mal den bei mir da weg. Da fehlt noch einer. Einen noch. Der zweite. Nach vorne. Warte. Da ist einer zu viel. Oh. Ah, ja. Jetzt, jetzt mach die Weih weg. Perfekt. Okay. Ja, jetzt scheiße. Geh links. Nein, Barry, du bist zu weit. Nee, ich. Ist doch. Ach nee, scheiße. Was ist denn das? Wer ist denn das Krokodil? Das müsste. Nee, wir müssen das in der Mitte. Ich kann jetzt nicht mehr weggehen so machen, hier. Wie der das halt gemacht hat. Ja, das. Was ist denn mit ihm? Kann der das jetzt mal checken? Der macht nur Scheiße die ganze Zeit. Nee, der macht das schon okay. Der hat das schon gut gemacht. Der hat es korrigiert. Nee, da bin ich. Nee. Andere Meinung. Oh Gott. Ich hoffe, es reicht. Man muss nicht alle machen. Wir müssen fünfmal das Muster nachzeichnen, Barry. Also ja, wir müssen. Ja, ich hoffe, es reicht aus, wenn wir drei schaffen. So meine ich das. Ach so. Nee, glaube ich nicht. Aber wir müssen alle fünf machen. Barry, zwei vor dir. Zwei vor dir, Barry. Nach oben. Okay. Ja. Da? Nee. Gut. Nice. Oh, das ist nice. Gut. Das ist eigentlich das, einfach. Das sollten wir jetzt eigentlich theoretisch hinkriegen. Ich lass mal die, euch zwei machen. Das sieht kompetent aus, was der Coco und du machen. Ist das nicht richtig? Es fehlen noch zwei. So. Da fehlen noch zwei, die mittleren. Ja, ja, genau. Passt. Aber das Spiel ist cool. Also mit Randoms bestimmt eine absolute Katastrophe. Mein Gott. Ich mach die Form hier. Ich mach oben, okay? Drei, vier. Passt, wir gehen runter. Zack. Jetzt dürft ihr. Quad Point. Mein Gott, bist du gar nicht beziert. Also wir müssen schon anstrengend Figuren machen. Also das mit Randoms ist unschaffbar, glaube ich. Aber wir sind ja die Idiots versus everyone else. Den anderen beim Versagen zu gucken. Oh ja. Das ist schön. Ach, jeder hat vor, anscheinend wie die gleichen Figuren zu machen, okay. Ja, das wäre ja auch unfair, wenn man eine andere hätte. Da kannst du es als Dreierteam eigentlich noch recht gut schaffen, weiterzukommen. Das finde ich gar nicht ja, mehr so schlecht. Ich denke, als Dreierteam hast du es sogar einfacher als Viererteam. Ja, würde ich auch sagen. Ja, so du gut. Musst nicht so viel kombinieren. Oh, die haben einen Alien-Skin. Das ist ja geil. Ganz rechts der. Ja, ja. Das ist aus. Genau. Geil. Fußball, los. Bitte Fußball. Ich wäre für Fußball, ja. Wir können einfach Pro-Motion-Soccer. Ah, das gibt's ja nicht mehr. Hyperantrieb. Nee, dafür kriegen wir überall jetzt neue Maps. Fall nicht vom Hoverboard. Klingt gefährlich. Ah, das ist wahrscheinlich eine On-Rail Hindernisgeschichte. Das lädt ganz schön langsam, oder? War das schon immer so? Das war schon immer so. Okay, du heilige Makrele. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab keine Ahnung. Das ist doch kinderleicht, Leute. Rikus. Ja, Rikus, ich verlasse mich auf dich. Einfach nur auf dem Ding draufbleiben. Mehr ist es nicht. Ja, ganz einfach. Okay. Kann man da überhaupt zwischenspringen zwischen diese beiden Dinger da? Natürlich. Hast du natürlich. Müssen wir wahrscheinlich sogar. Ach, die gehen hoch. Ach, du Kacke. Ja, die gehen hoch und dann musst du kurz warten. Das ist die Herausforderung hier. Genau, nicht zu sehr drücken. Zwischen den Dingern durchspringen. Ja, ist gut. Mal mittig bleiben, am besten bei der Map, ne? Ich hab auch den Eindruck, mittig bist du am besten unterwegs. Nein! Ah. Nein, ich bin dumm! Barry ist raus? Ja. Ja. Ui! Egal, wir machen das. Ich fliege! Oh, da kommt ein Veggie-Dog geflogen. Hui! Was bist denn du, das Kugel? Okay, interessant. Ach, die wechseln sogar Richtungen. Das finde ich interessant. Finde ich gut. Macht's ein bisschen interessanter. Kommen die wieder? Komm, Veggie Dog, du gehst zuerst. Ist das jetzt mein neuer Name? Ja, du bist jetzt Veggie Dog Lungus. Gibt schlimmere Namen. Da kommt's. Jawoll. Achtung auf die Dinger hier. Ach, guck mal, da kriegt niemand Punkte. Also, das ist schon irgendwie komisch, oder? Ja, erst wenn du im Ziel bist, gibt's Punkte. Ja, aber früher gab's bei diesen Ausschalt-Maps immer. Ja, je länger man steht, ne? Stimmt. Ja. Aber wahrscheinlich werde ich schuld sein, dass wir rausfliegen. Upsi. Ach, okay. Nein, alles gut. Wobei, so viele sind da gar nicht mehr drin, ne? Ich habe immer Angst, dass da nochmal doch was nachkommt. Die Hälfte der Leute sind von uns. Oder haben die ein anderes Hoverboard? Ich denke, es gibt zwei Boards, ja. Oh, was?
Ach, oh Gott, die Dinger verfolgen dich an der Stelle, diese komischen Plattformtypen. Die sind ja voll süß. Ich finde, die sind knuffig. Ah, ich bin unterwegs. Schnell. Oh, hallo. Steh auf. Das Ziel ist die Mission. Lass mich hier liegen. Geht ohne mich weiter. Ich geh mal nach rechts, ja. Oder? Nee, wir bleiben, ja, lieber, nee, bleiben ja, zusammen wir links. Wir bleiben zusammen links. Wir müssen nur aufpassen, dass der uns jetzt nicht... Ja, wir springen rüber. Boah, oh, Rikus. Okay, ich gehe rechts. Ach, so ein Arsch, der hat mich runtergerempelt. Aber wir werden safe weiter sein. Es sind nur noch 3 Leute drin oder so. Nee, wir sind alle raus. Position 4. Die besten 4 kommen weiter. Wir sind raus. Hä? Wir sind alle ausgeschieden. Natürlich sind wir dann raus. Oder? Aber sind doch auch nur 3 ins Ziel gekommen. Also, ich finde das Level total interessant, aber irgendwie verstehe ich nicht so ganz, warum. Also, das ist ein bisschen zu konsequent. Und wir sind irgendwie noch drin, Fragezeichen. Ja, warte, du musst kurz halt rausgehen. Ja, warte mal kurz. Nee, wir sind draußen. Wir sind definitiv ausgeschieden. Ich bin bei mir beim Result Screen nicht rausgepoppt. Echt nicht? Hm. Nee. Wenn wir jetzt nur zu zweit sind, dann weiß ich Bescheid, wer es versaut hat. Du? Nee. Ich gucke mal. Ich gucke auch gerade, aber ich glaube, wir sind raus. Ja, wir sind raus. Wir sind raus. Ach. Ich fühle mich verarscht. Man kann aber auch nicht beenden, ne? Also. Jetzt erst, wenn du. Also, man hat so ein bisschen das Gefühl, ich will jetzt nicht irgendwie zu freudig sein, aber es wirkt alles ein bisschen komplizierter, als es früher mal war. Ja. Schade. Es hat auch von seiner Einfachheit gelebt, so ein bisschen das Spiel. Ja, früher. Eben. Okay. Na gut, dann nochmal das gleiche von vorn. Ja. I guess. Wir sind bei 12 Minuten, also hier genaue Parts hinzubekommen, ist, denke ich, aussichtslos. Ja, sonst können wir auch abmoderieren und machen einfach nur... Nee, wir machen es weiter. Jetzt ist zu spät. Ja, alles gut. Einfach nach der nächsten, wenn wir rausfliegen. Ich bin heute übrigens Dummguy im Kleid. Ich bin ein Haifisch. Ich bin ein Veggie-Dog. Ein Veggie-Dog. Dass es das überhaupt gibt. Wo hast du den Skin denn her? Der kam, nicht, ne? Ich hab das Spiel angemacht und dann kam mir das als Belohnung. Wurde mir das eingeblendet. Vielleicht irgendwie Amazon Prime oder sowas? Vielleicht. Vielleicht haben die gesehen, dass ich vegane Produkte bestellt habe. Das wäre gruselig. Das wäre möglich, ja. Möglich und gruselig. Aber auch cool, weil du einen Skin hast. Warte, ich bin echt mal neugierig. Das mache ich mal währenddessen. Das google ich mal, wie man den Veggie-Dog-Skin kriegt. Indem man Rikus Longus heißt. Ja, das steht als Bedingung drin. Vielleicht steht das halt da so drin. Letzte Runde, Schieflug, spring durch die Löcher, um Punkte zu erzielen, okay? Letzte Runde? Steht bei mir. Haben wir einzelne Spiele? Ich glaube, das ist hier so ein Event. Mhm. Okay, das macht mir jetzt nicht wirklich Sinn an der Stelle. The Veggie Dog Costume is obtained by obtaining the Legacy Pack before the start of Season 1. Glaube ich aber irgendwie nicht. Nee, glaube ich auch nicht dran. Vielleicht hat man die aus Versehen einfach einen Veggie Dog angedreht. Ich hätte gerne einen Valess-Skin, das wäre cool. Als Valess-Ultra würde ich mich darüber sehr freuen. Ja, das glaube ich. Ach, das ist cool gemacht, das Ende, finde ich jetzt. Aber wir spielen im Team, oder? Jeder für sich, wie es aussieht. Weil ich habe ja keine Teamkameraden, ich bin alleine. Aber ich habe bei mir zumindest so eine Farbe. Ja gut, das hat man sowieso. Nee, also werdet mir irgendwie als Mitspieler angezeigt. Ja gut, weil wir in einem Team sind. Oder weil wir halt zusammen reingegangen sind. Wie viele Punkte habt ihr denn bei euch? 5. 13! Okay, dann sind es doch tatsächlich getrennte Punkte. Aber ich finde das ganz cool gemacht da jetzt gegen Ende, das mit dem Eisschollen da. Uiuiuiui. Wow! Ich werde in einer Minute niemals so viele Punkte kriegen. Die da von mir erwarten. Schaffst du. 5, ja, ich glaube nicht. 50 ist gar nicht so leicht, ne? Mhm. Ja. Das müssen jüngere Leute als wir schaffen. Sind zu alt. Wir haben halt die Erfahrung des Gamings. Und ich kann die Leute haben die Reflexe. Okay. Aber die haben den Handschuhen einen neuen Soundgeräusch gegeben.
Echt? Habe ich gar nicht bemerkt. Ui! Solche Details gehen mir nicht. Ich hab 34 Punkte, also im Moment sieht es gar nicht mal so scheiße aus. 12. 31. Hat einer ein Hühnchenskin, glaube ich, oder ich habe mir das eingebildet, kann auch sein. Wir bilden uns viel ein an der Stelle. Okay, ich schaff's doch nicht. Wie kommen wir denn da bitte auf 50? Das ist schon krass, oder? Das ist wirklich krank. Das ist schon echt krass an der Stelle. So, ich bin ausgeschieden. Also wir sind direkt instant raus, ha? Also ich glaube, diesen Modus müssen wir nicht nochmal spielen, oder? Ja, bitte oder? Nicht, das warte, war warte. Richtig demotivierend. War das ein extra Modus, oder war, ja, was war das ja, jetzt ja. an der Stelle? Na gut, dann würde ich mal die Aufnahme beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tüdelü. Tüdelü. Tüdelü, ciao, ciao.